Und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, das ist ein guter Cut hier, dass wir cutten können. Ein guter Moment, dass wir cutten können, meinte ich. Und wir haben ja schon so einige Sachen hier gesehen, dass wir nicht schwimmen gehen wollen und so weiter. Die scharfen, unangenehmen Dornen meiden. Das ist gut. Achso, der läuft hier. Ich gehe besser nicht näher ran. Die Dornen berühren. Ah, Papa Pischu, das tut weh. Ich hoffe, sie sind nicht giftig. Sorry, aber das musste jetzt sein. Ruhe in Stücken. Ruhe in Stücken, genau. Nee, die Insel verlassen wollen wir nicht. Da oben können wir noch rein. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Das ist ja ermutigend. Ja, ne? Finde ich auch. Kann man hier? Nee, hier kann man gar nicht weiter. Okay, dann gehen wir da oben rein. Schon wieder so etwas. Zu einem unglücklichen Ort. Zur geheimnisvollen Lichtung. Zu einer schleimigen Grotte. Okay, zu einem verschlungenen Pfad. Gehen wir erstmal zu dem unglücklichen Ort. Oh, was ist hier? Silberner Schlüssel. Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Ja, doch, irgendwie schon, ne? Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Ja, vielleicht glaubst du es irgendwann. Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Okay, aber viel kann man jetzt hier anscheinend nicht machen. Gehen wir halt wieder in den gruseligen Wald. So, das erste von der Höhe her wäre dann die schleimige Grotte. Hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Ja, hier komme ich auch nicht. Oder kann man da rein? Ah, Moment. Ein feuchter Fleck. An den schlimmsten Orten gibt es Pilze. Ja. Ekliger, schimmeliger. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Ja, dann können wir ja anscheinend nicht mehr machen. Dann gehen wir halt wieder zurück. Hier war doch noch irgendwas. Bizarrer Hain. Okay, den haben wir jetzt eben nicht gesehen. Für einen toten Baum ist er ein wenig zu lebendig. Nur eine Sackgasse. Klingt ein bisschen gruselig, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Na, ich weiß nicht, ob eine Sackgasse jetzt wirklich gruselig ist, aber... Okay. Hilft uns jetzt alles irgendwie nicht so viel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Was mich wirklich stört ist, warum kommen mir diese Piraten bekannt vor? Das sind jetzt aber nicht zufälligerweise die aus dem Schiff, oder? Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Ja, dieser Ort ist mir unheimlich. Okay, wir haben eine Lampe. Aber sonst können wir hier nichts... Oh. Mann, wieso klickt der immer da raus, wenn ich hier am Rand klicke? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Gerade schon wieder, da war kurz mein Bildschirm drin und da musste ich wieder in das Bild reinklicken. Also anscheinend können wir hier aber nicht hin, sonst würde sich das Bild verändern. Ich will da nämlich nicht nochmal reinklicken, weil sonst habe ich nachher das Problem, dass ich wieder rausgeklickt habe. Das passiert mir auch komischerweise. Ich glaube, nur in diesem Spiel. Da sind Spinnen. Muss ich da reingehen? Scheiß auf die unheimlichen Geräusche, aber da sind Spinnen. Achso, ich muss hier... Okay, kann ich... Moment. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Es gibt doch keine menschenfressenden Pilze, oder? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich den Kram hier so angucke. Auf jeden Fall wird es hier hell, das ist schon mal gut. Was war das? Das Tor öffnen? Erstmal Schild. Da steht XYZZY. So alt, dass es bald abfällt.
XYZZY. Ah ja. Ja, nehmen wir mit. Okay. Nicht noch ein Schloss. Aber wir haben... wir haben noch einen Schlüssel. Vielleicht passt der hier. Der war das, ne? Perfekt. Der Schwärze und den möglichen... Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Moment, wir haben noch eine... Wieso leuchtet das Schild eigentlich? Die Lampe überprüft. Sie ist nicht angezündet, aber es befindet sich etwas Lampenöl in ihr. Das heißt jetzt was? Können wir die benutzen? Nee. Ich gehe nicht weiter. Es ja, ist viel ja, zu ja. dunkel. Haben wir nicht noch die genau, hier die Streichhölzer? Okay, sie leuchtet. Oh, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem nicht, dass es hier so rumflackert. Also aufflackert. Da war doch gerade dem dunklen Turm trotzen. Da steht, Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Das hört sich irgendwie nicht gut an für mich. Moment, X. Konnte ich aber nichts machen. Vielleicht hier lang. Ist hier noch ein X? Kein X. Ich gehe mal nach links. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber... Nee, jetzt bin ich wieder draußen, ne? Okay. Etwas? Also, vielleicht heißt das auch da nicht reingehen. Da kommen wir wieder raus. Das heißt, da nicht reingehen, sondern vielleicht da. Und da. Ist jetzt nur so ein Gedanke. Sprich, die X meiden. Da ist nämlich auch wieder ein X. Ah, das sieht gut aus. Da steht, Warnung. Es ist ein langer Weg nach unten! Hab ich mich zerschrocken. Oh, hallo. Au. Gut, dass du auf meinem Bett gelandet bist. Herman Toothrot? Ich glaube schon. Es ist den schon eine Weile her. Den, ich weiß nicht, ob der jetzt in jedem Teil dabei war, aber den kennen wir doch. Wie ist es dir ergangen? Naja. Naja, Bist du schon sehr lange in dieser Höhle? Ja, nicht aus geologischer Sicht. Gemessen an der Gesamtzahl der Jahre, die die Höhle existiert, wäre das eine kleine Zahl. Auf einer menschlichen Ebene jedoch. Ja, das hängt von deiner Perspektive ab. Ja. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Das klingt wie etwas, das ich vielleicht mal in einem Buch gelesen habe. Bist du eine fiktive Figur? Nicht, dass ich wüsste. Wie kommt man aus diesem Ort heraus? Normalerweise tut man das nicht. Okay. Machen dir all die seltsamen Schreie in den Höhlen Angst? Oh, das bin ich. Nur ein bisschen leichte Unterhaltung und Wohlfühlarbeit. Urschreien ist sehr therapeutisch. Probier es aus. Ah! Puh, du hast recht. Das fühlt sich gut an. Voll das Urschreien. Kann ich irgendwas für dich tun? Mich rausholen wäre schön. Ja, können wir mal versuchen. War das mal eine Lampe? Na, nachdem ich etwa 3 Tage hier war, ist das Öl ausgegangen. Und dann ist sie ein bisschen kaputt gegangen. Ich habe sie zum Rattenfangen benutzt. Okay. Nette Aussicht. Danke sehr. Was sind das für Kritzeleien? Mein neo-utilitaristisches Manifest. Bitte was? Die Bedürfnisse der vielen mögen die Bedürfnisse der wenigen überwiegen, aber überwiegen die wenigen Bedürfnisse der vielen die vielen Bedürfnisse der wenigen? Hallo? Wie hast du das ohne Lampe geschrieben? Hab ich nicht. Das ist alles von meinen ersten 3 Tagen hier. Okay. Es ist sehr beeindruckend, auf eine gruselige, beängstigende Art und Weise. Danke. Ich bin in Gesprächen mit Verlegern. An deiner Stelle würde ich da nicht hochklettern. Die lauten Skorpione leben dort oben, seit sie alle Riesenspinnen gefressen haben. Na, natürlich kamen die Spinnen nur, um alle Aalwürmer und Tausendfüßer zu fressen. Was?
vielleicht... Okay, hier unten geht's nicht. Das sind große, flache Felsen. Hättest du das Bett nicht aus etwas anderem machen können? Das sind die weichsten Felsen, die ich finden konnte. Die Bedürfnisse der wenigen überwiegen manchmal die Bedürfnisse der vielen, aber das Gewicht der vielen überwiegt das Gewicht der wenigen. Ja, das ist das Gleiche, okay. Es ist ein goldener Schlüssel. Ja, nimm ihn dir. Nicht anfassen! Das ist ein goldener Schlüssel. Vielleicht. Es ist meiner. Du warst auch auf der Suche nach den Schlüsseln. So bist du hier gelandet. Ist das so? Ich nehme an, das würde Sinn ergeben. Lass uns einen Handel um den Schlüssel machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn aus einem bestimmten Grund wollte. Aber ein Jahrzehnt in einer dunklen Höhle kann deinem Gedächtnis ganz schön zusetzen. Also, hol mich hier raus und dann überlasse ich dir den Schlüssel. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Ich weiß es nicht. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Wenn du mir den Schlüssel überlässt, hole ich dich aus der Höhle heraus. Das klingt gut, solange die Flucht zuerst kommt und der Schlüssel danach. Erst der Schlüssel, dann die Flucht. Erst die Flucht, dann der Schlüssel. Dass ich den Schlüssel habe, ist für das Allgemeinwohl. Sicherlich für dein Allgemeinwohl. Kann ich dir nicht einfach eine überbraten und den Schlüssel mitnehmen? Gib mir einfach den Schlüssel. Nein! Oh, oh. Gib mir diesen Schlüssel. Nein! Ich brauche ihn. Nein! Hoppla, ich bin gespannt, wie du uns jetzt hier rausholen willst. Also, Harmon. Irgendwelche Ideen? Ich hatte gehofft, du hättest eine. Nicht so direkt. Und ich kann irgendwie auch gar nichts sehen. Möchtest du ein Zitat hören? 3 Stunden später. Okay, haben wir denn irgendwas? Das leuchtende Schild lesen? XYZZY. Hä? Nun, das war gar nicht so schwer. Außerdem ist das Schild offenbar magisch. Was ist mit Mr. Toothrot passiert? Wann? Hast du ihn aus der Höhle geholt? Wie hast du das gemacht? Das ist nicht Teil dieser Geschichte. Oh, okay. Ja, und nun? Achso, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder... Was? Es wird immer schwerer, die Flora von der Fauna zu unterscheiden. Okay. Gut. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich meine, wir haben den Typen jetzt da einfach verrecken lassen, quasi. In der Zwischenzeit... Habe ich dich gebeten, dem Gefangenen einen Schluck Wasser zu geben? Nein, Captain, das haben Sie nicht. Ich habe aus eigener Initiative gehandelt. Wenn ich Initiative will, bitte ich darum. Natürlich, Sir. Ich brauche dich als Teamplayer. Und im Moment konzentriert sich das Team auf eine Sache. Das Geheimnis. Ja, Sir. Was? Was ist? Raus damit! Nun, es ist nur so, dass einige aus der Mannschaft geredet haben. Sag schon! Sie denken, dass das Geheimnis nicht wirklich ein Teamziel ist. Es wurde angedeutet, dass sie glauben, dass sie Elaine Marley für sich gewinnen können, wenn sie das Geheimnis erreichen, was... Nun, ehrlich gesagt, klingt das etwas verblendet. Es ist nicht realistisch, Sir. Du erwähnst Elaine nicht in meiner Gegenwart und maßt dir nicht an zu wissen, was ich denke. Tut mir leid, Captain. Das war das letzte Mal, dass ich das Thema anspreche. Ja, das war es.
Ups. Ja, passt irgendwie zum Namen der Insel. Jetzt haben wir aber, wenn ich mich richtig erinnere, immer noch das Problem, dass wir noch einen Schlüssel brauchen. Wir haben den Schlüssel von hier. 1, 2. Das war dieses kleine, da war kein Schlüssel. 3. Nee, Moment. War hier ein Schlüssel? Weiß ich jetzt gar nicht. Das sind wir. Ich bin mir nicht sicher. Also, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, was die gesagt hat. Die hat, meine ich, gesagt, ich habe den Schlüssel, also sinngemäß, ich habe den Schlüssel dahin gebracht, wo ich niemals mit rechnen würde. Ich weiß nicht, ob es umgekehrt gedacht ist. Ich meine, wir haben kein eigenes Zuhause. Sonst hätte ich jetzt gesagt, die hätte die jetzt bei uns ins Zuhause reingetan. Ich weiß nicht, bei Mili war da irgendwo dieser Affenkopf drauf. Ich bin mir nicht sicher. In der Nähe, denke ich mir mal, von diesem Tresor hat die den auch nicht hingetan. Wobei das natürlich was wäre, wo ich nicht mit rechnen würde. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das so meinte, dass ich ihn wahrscheinlich sofort auf Le Chacs Schiff suchen würde. Ich aber dann denken würde, nee, so doof sind die nicht. Ich guck da mal. Muss doch irgendwie... Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Achso, da, das war, glaube ich, noch von dem... Können wir mit dir nochmal reden? Iron Rose? Wer war nochmal Iron Rose? War Iron Rose schon zurück auf dem Schiff? Sie war für eine Weile zurück, ja. Sie war in Eile. Sie ging unter Deck, kam gleich wieder hoch und ging wieder. Sehr interessant. Moment. War Iron Rose die, die den Schlüssel versteckt hat? Bist du schon fertig mit dem neuen Buch? Nein. Soweit ich das beurteilen kann, hat es kein Ende. Manche Geschichten sind auch besser so. Es ist fantastisch. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Sie war unter Deck. Wenn das jetzt wirklich die ist, die ich denke, ist die Frage, war sie hier unter Deck? Ach so, nee, das andere... Nee, da kommen wir ja gar nicht mehr hin, das ist ja zugemauert. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall hier reingehen. Lag da jetzt gerade ein Schlüssel drauf? Das ist nicht euer Ernst, oder? Das muss der gestohlene Schlüssel von Whitey sein. Verdächtig einfach, aber damit kann ich leben. Das ist der letzte Schlüssel. Voodoo-Laden, ich komme. Dein Ernst? Ich wollte jetzt bei Le Chac nochmal nachgucken. Ja. Verdächtig fand ich es jetzt auch. In der Zwischenzeit. Threepwood hat alle Schlüssel! Ja, Captain, er hat gerade den letzten geborgen. Setze die Segel Richtung Mealy Island! Was ist mit meinem Zauberspruch? Er ist fast fertig. Ich bin sicher, dass ich später eine Verwendung dafür finden werde. Ich fürchte, dasselbe kann ich von dir nicht behaupten. Du hintergehst mich. Ich bin diejenige, die das tut. Aber ich respektiere das Talent anderer. Okay, ich schätze, wir sollten uns mal schnell aufmachen. Und wieder zurück... Ach, er macht es schon automatisch, okay. Wir müssen zu dem... Können wir jetzt eigentlich die Flaschen nehmen? Nee. wir müssen zum Voodoo-Laden. Ganz schnell. Da. Hallo, geh da rein. Ich bräuchte eine Menge Schlüssel, um den zu öffnen. Ja, die haben wir doch, du Trottel. Mein Gott. Sind die irgendwie nach einer gewissen Reihenfolge oder sowas? Ich hoffe mal nicht. Hallo? So.
Und da ist noch einer. Wow! Es ist kitschiger, als ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem schön. Okay. Ich habe nicht wirklich an die Möglichkeit eines weiteren Schlosses gedacht. Das ist etwas übertrieben. Da ist keine Seriennummer. Schade. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Was macht sie denn da? Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Der Schlüssel ist wahrscheinlich an irgendeiner öffentlichen, offensichtlichen Stelle. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist kein Problem. Der Schlüssel ist wahrscheinlich an irgendeiner offensichtlichen Stelle. Creep! What? Oh oh. LeChuck, mein alter Erzfeind. Da sind wir wieder. Es sieht so aus, als würde diese Geschichte so enden, wie es schon immer geplant war. Nur mit dir, mir und dem Geheimnis. Nicht ganz. Ups. Ich nehme an, dass es mir nichts nützt, darauf hinzuweisen, dass du schon wieder schummelst. Ich habe deinen Einfallsreichtum unterschätzt, Threepwood. Aber am Ende siegt immer die Gewalt. Du solltest es einmal ausprobieren. Viel Glück damit. Sie ist gut gemacht. Ich habe eine ganze Minute lang alles versucht, was mir einfiel, und ich habe keine Delle hineingekriegt. Natürlich nicht. Das Geheimnis kann nur in einer zeremoniellen Kammer tief in den Eingeweiden von Monkey Island gelüftet werden. Es wäre schön gewesen, das vorher zu wissen. Es freut mich, dass du mit dem Wissen lebst, wie nah du dran warst, es zu bekommen, bevor ich es dir weggenommen habe. Deshalb habe ich beschlossen, dich nicht gleich zu töten. Außerhalb dieser Tür ist der Deal nicht mehr gültig. Denk nicht einmal daran, mir zu folgen, und zähl bis 100, bevor du das Gebäude verlässt. Okay. 100. Guybrush, Whitebone sagt, sie hat dich reinkommen sehen. Geht es dir gut? Nein, ich meine, ja, es geht mir gut. Willst du darüber sprechen? LeChuck hat das Geheimnis und ist auf dem Weg zu den Innereien von Monkey Island. Die Höhlen unter dem großen Affenkopf? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns auf dem Weg reden.